Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Wiesner News. Die heutige Folge ist gesponsert von Carlomed. Carlomed, wusstest du das? Da kann man auch Ausrüstung mieten. Die haben zum Beispiel aktuell einen Canon R6-Koffer mit Objektiven. Wenn du also das Gefühl hast, die Ausrüstung hält dich zurück, du willst es mal wirklich wissen oder hast eine Hochzeit oder etwas Wichtiges, kann man mieten. Da ist dann drin zum Beispiel die Canon R6, das 15-35-2.8, das 24-70-2.8, das 70-200-2.8, zwei Akkus, zwei Speicherkarten. Also ein teurer Koffer. Kann man vielleicht mal mit einem Kumpel zusammen mieten oder sowas. Ich verlinke das direkt drüben bei Carlomed. Industrienews. Neu das Sigma 28-70 für Sony Vollformat E-Mount. Wir haben zwei Videos dazu gemacht letzte Woche. Einen ganz schönen Fotowalk am Sonntag. Da hat der Sebastian sich mal richtig eingebracht mit dem Film. Also unbedingt anschauen. Ganz, ganz tolles Video geworden. Warum ist das nur für E-Mount gibt im Moment alles, was sie bringen? Und ich glaube L-Mount. Aber nicht Canon oder Nikon oder sowas weiß ich nicht. Aber Canon. Sind zu groß. Die Mounts früher, die waren sehr gleich groß und jetzt sind die total unterschiedlich groß. Sprich, du müsstest das komplette, weil das Gehäuse wird ja jetzt auch in Betracht gezogen. Ja, aber es ist ja, das haben sie ja früher auch drauf gehabt. Dass ja, aber da waren die Objektive gleich groß. Also die Anschlüsse. Die Anschlüsse, ja, aber kann man doch hinten, das kann man doch technisch lösen. Wir können auf den Mond fliegen und da landen. Kann man technisch, wenn sie wollten, können sie das lösen. Und sie können es ja meinetwegen neu entwickeln, ist mir ja wurscht. Aber jedenfalls will ich das haben als Nikon-User, oder? Also ja, das würde ich sofort an meine Nikon schnallen, sofort. Ja. Also, ja, klar. Ne? Ganz klar. Liebes Sigma-Team, ich würde das an meine Nikon schnallen, wenn es das für Nikon gäbe, ohne Adapterzeugs und so weiter. Na gut, Sony A1, da haben wir neulich auch ein Video zu gemacht und es gibt von Sony ein Interview, wo er ein bisschen was sagt zu der Entwicklung, wie sie dazu gekommen sind, warum das schwierig war und so weiter und so fort. Kann man wirklich mal reinhören, weil so eine Kamera auf dem Niveau zu entwickeln, das ist natürlich nicht, das macht man ja nicht mal nebenbei, sondern das ist schon eine größere Sache gewesen, glaube ich. Also gutes Video. Nikon Firmware habe ich neulich angekündigt, die ist jetzt draußen für die Z6 II und Z7 II, kann man jetzt runterladen, ich verlinke das, weil mir ganz viele geschrieben haben, wo finden sie denn das? Nee, war noch nicht, jetzt ist es verfügbar. Sehr interessanten Artikel, unbedingt reinschauen, habe ich gefunden von einem Schweizer, der ist Journalist, der ist Kriegsberichterstatter, kann im Moment wenig reisen, macht im Moment halt auch Corona-Dokumentation und so weiter. Jedenfalls hat der einen Artikel geschrieben darüber, wie er mit den Nikon-Kameras eben Kriegsberichterstattung macht und Haufen Bilder dabei und es stehen auch da an die technischen Werte, also 35 mm und so weiter. Das meiste macht er überraschenderweise mit 35 mm natürlich, Reporterbrennweite. Total spannend, weil das sind so Fotos, wie man sie halt ständig in der Presse sieht und ich mich öfter frage, 24, 35, was hat er da benutzt? Kannst du nachgucken. Und er sagt auch was dazu, warum 35, warum 24, das sind seine meisten benutzten Objektive halt, weil 24 natürlich für sowas auch sehr, sehr wichtig ist. Also unbedingt mal reinschauen. Sigma arbeitet an Fuji-Objektiven. Ich verlinke das bei Fujirumas. Das wäre natürlich was ich gerade gesagt habe. Und dann macht ihr mal bitte auch die Sachen auch für andere Mounts. Also scheinbar geht das endlich los, dass Sigma für Fuji arbeitet. Und seit Jahren legendär inzwischen und so weiter, das angekündigte Sigma 70-200 ist nicht offiziell angekündigt, aber Sigma hat gesagt, sie arbeiten an einem Sportobjektiv, also jeder sagt, denkt, hofft, dass endlich das 70-200er für Sony rauskommt, das Native und so weiter. Und so ein bisschen ganz nebenbei am Rande, verlinke ich drüben, die KfW-Förderung für private Ladestationen. Also wenn du ein E-Auto hast oder planst, wir haben tatsächlich die KfW-Förderung nämlich gerade letzte Woche beantragt, weil wir eine Ladestation bauen lassen. Das ist verlängert worden, also wenn du noch nicht hast, kannst du das machen, jetzt oder später selbst bezahlen. Soviel zu den Industrie-News. Hashtag Wiesner News, wenn du möchtest, dass wir deine Fotos hier vorstellen, pack das Hashtag dran auf Instagram. Wir schauen da einmal die Woche rein und suchen ein paar Bilder raus. Zum Beispiel Travel Art, der war in Erfurt unterwegs und hat den aufgehenden Mond. Wenn der Mond aufgeht, sieht er ja immer sehr groß aus, jedenfalls wenn er Vollmond ist. Und das hat er jetzt sehr gut gemacht. Tipp von mir dabei, das ist halt ein sehr dunkles Foto. Der Mond ist cool, der Dom oder was es ist. War, glaube ich, noch nie in Erfurt. Ist prinzipiell cool, aber das Bild ist im Vorder- und unteren Bereich halt einfach schwarz. Und dann hat man da so ein paar angeleuchtete Bäume. Das hätte ich irgendwie versucht anders zu machen. Entweder anders zuschneiden oder vielleicht, wenn das geht, ich weiß es nicht, jemanden hinstellen mit einer großen Lampe und da halt eben Lightpainting auf das Dach machen oder sowas, weil, ich sag mal, ein Viertel von dem Bild ist einfach schwarz. Und da bin ich jetzt nicht so ein persönlicher Fan von. Aber ansonsten, tolle Stimmung mit dem aufgehenden roten Mond und sowas. Sehr gut gesehen. Simone Baumeister, wenn du der Simone noch nicht folgst, folgt der Simone, das lohnt sich. Dinnertime. sie macht ganz, ganz fantastische Tierfotos. Also wirklich fantastisch. Unbedingt der Simone folgen. Wie zum Beispiel diese. Guck dir Eule mal in die Augen. Das ist richtig genießerisch, wie sie da die Maus. Na gut. Und der Christopher
hatte ich letzte Woche ja schon mal gesagt, sage ich jetzt nochmal, im Moment gibt es ganz viele Blumen, Krokusse, Schneeglöckchen und so weiter. Bokeh Monster, und zwar hat er dran das 100mm 2.8. Das 100mm 2.8, das haben wir doch auch, oder hatten wir auch? Ich hab's noch. Du hast es noch, ne? Mhm. Meins ist weg. Hatte ich privat, habe ich bei eBay verkauft, weil wir neu das Sigma haben. Jedenfalls Bokeh Monster Foto. Also ganz toll gesehen, ganz toll gemacht, Christopher. Gratulation dazu. Und dann haben wir noch EWHJR. Der war im Schifffahrtsmuseum in Kiel unterwegs. Auch ganz schön. Das ist jetzt ein Foto, was natürlich auf Instagram ein bisschen untergeht. Also ich glaube, das sieht in größer besser aus. Kann man nicht ändern, ist halt so. Aber ganz, ganz tolle Stimmung da im Schifffahrtsmuseum in Kiel. Gratulation dazu. Team Wiesner, bei uns herrscht schon ein bisschen die große Frühjahrsmüdigkeit. Also ich schlafe so viel wie noch nie. Wirklich, ich schlaf wirklich schlecht immer. Aber im Moment schlafe ich super viel und auch gut. Ich bin ganz doch müde, ganz grausam. Ich weiß nicht. Frühjahrsmüdigkeit. Geht's dir auch so? Sebastian, bei dir? Ja, wegen den Pollen heute auch. Ja, ich bin immer platt jetzt. Ja, vielleicht ist es auch das. Also einfach Pollen, keine Ahnung. Karabiner ging ja jetzt so ein bisschen ein paar Mal rum. Wo sind sie? Wir haben diese Karabiner drucken lassen. Die sind von Edelried. Zielfoto ist da drauf. Hatte ich ja gesagt, dass es die jetzt gibt, dass die ersten verschickt. Ein paar habe ich auch schon verschickt. Also ein paar haben das unerwartet bekommen, weil wir den Versand ausprobieren wollten. Und ich habe mit Edelried gesprochen. Wir werden nochmal 10.000 nachbestellen. Die gibt es dann demnächst bei uns zum Selbstkostenpreis im Shop. Das wird aber ein paar Wochen, also demnächst heißt in ein paar Wochen. Das hat jetzt mit dem Vorverkauf, Zielfoto in Norddeutschland nichts mehr zu tun. Aber weil ihr euch das gewünscht habt. Und ist klar, ne, ist immer Menge Frage. Wenn ich 1.000 nehme, bezahle ich natürlich mehr pro als bei 10.000. Das war so ein bisschen so. Naja, die halten dann bis Ende des Jahres hoffentlich auch, dass wir mal Ruhe haben. Andreas Jorns war hier. Andreas Jorns macht Aktfotografie, wenn du ihn noch nicht kennst. Wir haben im Podcast mal eine Folge mit ihm gemacht. Und bei uns im Shop gibt es jetzt seine Bücher zu kaufen. Auch so ein bisschen so als Experiment, weil wir ein bisschen rausfinden wollen, macht das Sinn, dass wir unseren Shop ein bisschen für andere Fotografen öffnen. Weil die Idee ist natürlich, dass ihm das hilft, weil unser Shop natürlich größer ist als seiner und wir halt einfach sehr bekannt sind. Und dann wollte ich ihm jetzt ein bisschen helfen. Also wir verdienen da nichts dran, sondern Selbstkostenpreis für uns, aber für ihn natürlich eine Erleichterung. Dann haben wir mit ihm auch vor, diesen Monat, in 2 Wochen fahren wir zu ihm und machen Shooting zusammen mit ihm. Da gibt es ja ein Video dazu. Ich bin gespannt, er hat eine attraktive junge Dame eingeladen und da werden wir sicherlich ein attraktives Shooting machen damit. Also ein spaßiges Shooting, wie auch immer. Gibt es dann also, wie gesagt, in 2-3 Wochen bei uns auf dem Kanal. Ansonsten sind wir so ein bisschen im Monatswechsel jetzt natürlich, jetzt bei mir immer Buchhaltung so ein bisschen, 1, 2, 3 Tage, die so ein bisschen damit zu tun sind. Dieses Mal besonders viel wegen dem Vorverkauf, Zielfoto Norddeutschland, weil es halt immer das Problem ist, das läuft im Wesentlichen automatisch, aber wenn tausende Bestellungen reinkommen, sind halt immer ein Haufen dabei, die, wo es nicht automatisch geht, weil Peter bestellt und Susanne bezahlt und Susanne schreibt aber nicht die Bestellnummer rein. Wie weiß ich jetzt, dass die zusammengehören und diese Sachen? Oder Leute bezahlen nicht oder zu früh oder zu spät oder bezahlen, aber bestellen nicht. Überraschend viele Leute bezahlen mich, ohne eine Bestellung zu machen. Und ich muss dann immer rausfinden, wo kommt das Geld her? Was mache ich jetzt damit? Weil die Buchhaltung muss ja am Ende des Monats irgendwann auf Null gehen. Außerdem haben wir mit DHL so ein bisschen Ärger. Bei uns ist es so, vielleicht das so als Hintergrundinformation, bei uns kommt einmal am Tag DHL mit dem Laster und holt so einen Postwagen ab. Und mal ist da viel drin, mal wenig. Wir packen nicht jeden Tag ein, aber wir versuchen zumindest 3-mal die Woche einzupacken. Und da ist vor 2 Wochen ist ein Wagen verschwunden. Der steht jetzt wahrscheinlich in Hannover, irgendwo in der Halle. Und keiner weiß, wo das ist. Und dementsprechend kommen natürlich jetzt viele E-Mails mit halt irgendwie, wo ist mein Magazin? Und ich sage, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich in Hannover. Ist relativ doof, weil DHL, da kann ich auch nicht anrufen und sagen, guck doch mal in Hannover in der Halle. Sondern man macht den Nachforschungsantrag. Das dauert dann 2, 3 Wochen, bis der bearbeitet wird und so. Und ja. Das sind so die Details, die halt auch ein bisschen dazugehören. Und ansonsten haben wir für diese Woche, das Wetter wird langsam schöner und wärmer und so weiter, haben wir nochmal vor, wieder rauszugehen. Wir wollen jetzt natürlich wieder mehr rausgehen, wo es wärmer wird und langsam dann auch hoffentlich nächste Woche grün wird. Also wir werden noch uns einen See oder Meer oder irgendwas suchen. Wir brauchen Wasser für ein interessantes Video, das wir machen wollen. So viel dazu. Gier der Woche hat der Sebastian mitgebracht. Und zwar ist das keine Kulturtasche, sondern es ist von Peak Design. Einfach so ein kleiner Bag. So ein kleiner Bag, wo alles Mögliche rein kann. Also du siehst das Ganze, wenn man im Urlaub ist oder auf einen Auftrag geht oder sowas, so diese ganzen Kabel, Adapter, Zeugs, Akkus etc., Festplatten und so weiter. Das hat er da drin. Das gibt es natürlich in günstig von No Name und das ist halt eben die edle Variante von Peak Design, die er sich da gegönnt hat. Sehr nützliches Gear der Woche, glaube ich. Ich habe sowas auch, aber eigentlich nur so einen alten Beutel. Also ich bin sofort... Ich gucke nach dem Video. Gibt's auch im Blau?
Ich kaufe das nach dem Video dann natürlich auch. In blau. Ja, Mensch, sag das doch gleich. Gewinner, Gewinnspiel. Zu gewinnen gab es den Miop Slider, den ganz viele von euch haben wollten. Und zwar wirklich viele dieses Mal. 2286 Leute haben sich beworben. Und gewonnen hat Draghi Dörrmann. Herzlichen Glückwunsch, Draghi. Mach uns bitte eine persönliche Nachricht mit deiner Adresse hier in Deutschland, bitte. Und wir schicken dir den Slider zu. Neues Gewinnspiel ist genauso attraktiv. Und zwar gibt es hier einen Fotorucksack von Nia Evo. Und zwar ist das die, das muss ich lügen, 30 Liter hat er, glaube ich, ungefähr. Roundabout 30. Roundabout 30, sowas. Wir haben ja schon mal den kleineren, das jetzt. Genau, wir hatten den kleineren schon mal verlost, wir hatten zwei gekriegt. Und das ist jetzt eben der größere. Den habe ich hier, ich verschicke den nach Deutschland. Das Einzige, was du machen musst, ist Nia Evo in den Kommentar schreiben, wenn du den haben möchtest. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Skirucksack. Der hat hier ein Gestell drin. Dadurch ist er sehr steif, trägt sich sehr, sehr angenehm. Auch ein schöner breiter Rücken. Und dann gibt es halt ein Kamera-Inlet dazu, Laptop-Fach und so weiter und so fort. Also wirklich eine praktische Sache. Hilft gut dran. Ich persönlich ziehe einen F-Stop vor und ich habe einen F-Stop in der Größe. Deswegen brauche ich ihn nicht. Sebastian hat auch einen in der Größe, deswegen brauchen wir ihn nicht. Deswegen verschenken wir ihn. Soll aber keine Wertung sein. Nicht, dass er nichts taugt, sondern wir haben halt unsere persönliche Präferenz. Wir sind also F-Stop-lastig. Das waren die Wiesner News. Ich hoffe, da war für jeden was dabei. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bleib gesund und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Daumen hoch nicht vergessen. Jo. Habe ich noch was vergessen? Nee, glaube ich nicht. Abo dalassen. Abo dalassen, aber das ja. Haben wir alle so. Glocke aktivieren. Glocke aktivieren. Okay. So, Zeit für Frühstück. Live-Video, diese Woche Donnerstag, 20 Uhr, schalte ein, dann machen wir Live-Video zum Thema Kamera-Talk. Also wenn du irgendwelche Fragen hast rund um Kameras, Objektive, Ausrüstung und so weiter und so fort, wir geben uns Mühe, alles kompetent zu beantworten. 20 Uhr hier auf diesem Kanal.